Sie, ich komme gerade aus Australien. Ich weiß nicht, kennen Sie Sibirien? Bahamas wieder. Ich meine, Sie waren doch bestimmt schon einmal in Indonesien. Da hören Sie den ganzen Tag die Fidschi-Winseln. Gut, ich bin nicht immer auf Reisen, ich bin auch schon einmal in Dublin. Neulich war ich in den neuen Bundesländern, habe ich jemanden mitgenommen auf der Strecke, war direkt ein sympathischer Kerl, habe mir gedacht, siehst du, das rentiert sich, dass man auch mal für einen Sachsen-Anhalt. In Asien gibt es ein Gebiet, das besteht aus zwei Teilen Wasser und einem Teil Land. Da hat mich mal einer gefragt, ob ich mich mit ihm auf eine Bank hocke. Sag ich, nein, wegen am Erdbeben. Sagt er, hast Angst? Sag ich, ja, panisch. Er hat die ganze Zeit auf mich eingequatscht und ich dachte mir, Mensch, was soll ich jetzt mit dem Labrador? Sein Name war Ludwig und er wollte unbedingt bei mir landen. Sag ich, das ist jetzt schade. Weil ich bin leider kein Homo-Lolo. Und schau, habe ich gesagt, du bist bestimmt ein ganz lieber Nese und ich mag dich schon. Aber ich werde heute Abend noch mit der Lisa bohren. Die Lisa kommt aus einem Land, wo man Briefmarken nicht mit dem Mund befeuchtet. Nein, da tut man das Portugiesen. Aber aber bei uns ist es auch lustig. In Hessen zum Beispiel sagt man zur Männerunterhose Rüsselsheim. Wohnen tue ich momentan in der Beringstraße und zwar bei Ruth. Ach, kennen Sie es? Wobei ich auch ab und zu in Phnom Penh, das ist eine reine Männer-WG, also lauter Burma. Ist aber selten wer zu Hause. Okay, ab und zu ist der Flori da, aber letztes Jahr zum Beispiel, da war gar keiner da. Aber das macht nichts, weil heuer ist wer da. Manchmal treffen wir uns alle im Bad, beim Waschraum, sage ich, geleih mal deinen Kambodscha. Ägypten mir. Gehe ich in den großen Waschraum, dann liegt so eine Art Kamele in der Botswana. Dann sage ich, was soll das? Spuckt mich das Tier an und meint, Islamabad. Ich hatte einen Traum, ich stand allein in der Schlafzimmerabteilung vom Kapstadt Einrichtungshaus. Plötzlich kommt meine Traumfrau auf mich zu. Sie sah meine abstehenden Ohren und ich sah ihre. Tansania, alle Einkaufstüten geplatzt. Ich, Kavalier der alten Schule, sag, ich heb das auf und Syrien sich nicht vom Fleck. Darf ich Sie heute Abend noch in die Oper einladen? Oslo sprach Zarathustra. Sie sind mir ja ein ganz Albaner. Es war der Peking einer wunderbaren Freundschaft. Nach der Oper aßen wir bei mir zu Abend. Sie bekam Nudeln und Ibiza. Ich komme übrigens aus Mecklenburg. Ach, sage ich, das kann einmal Vorpommern. Nein, nein, sage ich, du bist Schwerin, Ordnung. Ich zeig dir meine Wohnung, sage ich, schau, da ist das Schlafzimmer, Tibet. Und da links, da hängt ein echter Picasso. Sagt sie, was, das ist ein Picasso? Somalia. Ja, sag ich, es gibt schon gute Maler. Warte mal kurz auf den Ottfried. Ja. Ja, diese Frau wollte ich Libyen. Ich stellte sie mir im Badeanzug vor und wusste, die Frau, die kommt im Bikini-Atoll. Mir stand der Schweizer auf der Stirn, denn sie hatte offenbar keine Hemmungen. Boah, mio! Ja, ich will dir meinen Leib zigmal zeigen. Und wenn er dir von der einen Seite zu langweilig wird, dann... Sag ich, ja, was dann? Sagt sie, ja, dann Dresden. Als ich schließlich ihr linkes Elfenbein küsste, waren meine Klagen fort. Es kamen auch Pariser zur Sprache, doch ihre Reaktion war lapidar. Lass weg, das. Nun freute ich mich doch gehörig auf ein Hammerfest und ich dachte mir, jetzt belutsch es dann. Das gibt's zwar wirklich, ja. Als sie vor Entsetzen aufschrie. Was ist denn das? Sag ich, Lanzarote. Sagt...
Sagt sie, ja, und das andere? Sag ich, ja, Buenos Aires. Sag ich, warum? Sagt sie, ja, ich hatte mal einen Freund im Iran und bei dem waren die Eier toller. Außerdem... Außerdem braucht man bei dir schon eine Guadeloupe. So, ich glaube, da war jetzt für jeden was Dubai. Und damit bin ich auch schon am Ende und sage, danke, Warschau.